Als Online-Trader benötigen Sie einen Broker, der besonderen Schutz und umfassendes Training bietet. Active Trades, Ihr neuer globaler Partner im Online-Trading. Bevor wir uns mit dieser zugegebenermaßen sehr interessanten neuen Entwicklung im H4-Chart beschäftigen, werden wir dieses zugrundeliegende Währungspaar natürlich wieder ab dem Monatschart runter analysieren. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Forex Morning Statement, der Aussie heute als Thema. Wie gesagt, wir fangen als erstes mit dem Monatschart an. So, da ist hier natürlich selten zu schnellen Änderungen kommt, wird dieser Chart den meisten Lesern und Zuschauern noch ein Begriff sein, beziehungsweise ich denke mal noch immer im Gedächtnis irgendwo herumschwirren. Was ist hier zu sagen? Also ich habe auf jeden Fall hier diese schöne vermeintliche Wimpelformation im Auge auf horizontaler und diagonaler Basis. Laut meiner Definition ein nachhaltiger Ausbruch feststellbar. Das Einzige, was noch fehlt, ist zum einen der Retest dieses Ausbruchsniveaus. Die rote Kerze hat es fast geschafft, aber eben nur fast. Und also hier besteht durchaus noch die Chance einer Korrektur. Wo will ich hier mal hin? Nehmen wir uns das primäre Kursziel dieser Formation, sollte der Kurs ungefähr in dem Bereich der 0,8660 respektive 0,87 vorstoßen. Warum? Zum einen ist es das primäre Kursziel in Verbindung mit diesem eigentlich schon abgearbeiteten 50er Retracement, dieser gesamten riesigen Rallye. Und diesem weichen Widerstand ist es natürlich ein durchaus logisches Kursziel in meinen Augen. Hier gibt es natürlich auch noch ein sekundäres Kursziel, dieser Flaggenstab, ja, der letztendlich, wo der Wimpel dranhängt. Das sollte den Kurs hier irgendwo in Richtung der 1.010 führen. Ist das sinnvoll, stellt sich hier die Frage. Vor allem im Kontext eines möglicherweise wieder erstarkenden US-Dollar. Und in Kombination mit den schon abgearbeiteten Testniveaus. Ja, das ist ja das große Problem. Schauen wir uns beispielsweise diese Wimpelformation hier oben an. Dann sehen wir, dass es zu einem Ausbruch kam auf diagonale und auf horizontale Basis. Beides wurde mit dieser Kerze vom Oktober 2013 abgearbeitet. Also hier besteht eigentlich kein Grund zur Veranlassung, dass der Kurs nochmal dort hochkommt. Das Einzige, was es noch zu testen gibt, ist in meinen Augen dieser weiche Widerstand. Und das würden wir mit dem, wie gesagt, mit diesem primären Kursziel dieser Wimpelformation abarbeiten. Ja, und dann würde Folgendes wieder in den Vordergrund rücken, und zwar das sekundäre Kursziel jener Wimpelformation, was uns ungefähr zum 89er Retracement rund um die 0,6780 führen sollte, beziehungsweise hatte sich hier auch eine Range gebildet und auch die hat ein sekundäres Kursziel leicht abgewinkelt und das sollte ungefähr bei 0,6680 liegen und das können wir natürlich noch bestätigen, indem wir uns hier die Fibo Expansion Levels nehmen von dieser Formation und da sehen wir, dass sich dieses sekundäre Kursziel ziemlich exakt auf dem wichtigen 289er Expansion Level einfinden sollte. Ja, das ist jetzt so diese Entwicklung, die sehr langfristige Entwicklung, die ich hier im Monatschart erwarte. Also erstmal hoch, mal sehen, wie weit es hochgeht. Wir stellen uns erst einmal auf die 086, 087 ein und irgendwann sollte der Kurs dann nochmal weiter in Richtung Süden rutschen. So, jetzt geht es weiter in den Wochenchart. Wir merken uns aber mal diesen Kursbereich hier, denn der ist sehr, sehr interessant. Werden wir auch gleich wiedersehen. So, was ist auf dem Wochenchart passiert? Zum einen hat sich jetzt hier aktuell eine Range gebildet, seit September letzten Jahres bis ungefähr Dezember letzten Jahres. Ziemlich groß, umfasst ca. ja, über 600 Pip. Das ist nicht ohne. Und gehen wir mal davon aus, der Kurs bricht in Richtung Norden durch, dann würde dieses Kursziel ziemlich exakt wieder auf diesen besagten weichen Widerstand aus dem Monatschart fallen. Und damit treffen wir ihn wieder. Da sich der Kurs jetzt aktuell noch in dieser vermeintlichen Range befindet, besteht natürlich aber die Möglichkeit, dass der Kurs jederzeit nochmal korrigieren kann. Denn in jener Range kann er schließlich machen, was er möchte. Wohin könnte er noch korrigieren? Zum einen natürlich dieses 61,8er Retracement dieser letzten Rallye. Das sticht auf jeden Fall hervor in Verbindung mit dem ehemaligen Formationshoch dieser
abwärtsgerichteten Flagge. Natürlich ganz spannend. Und sollte es noch weitergehen, natürlich noch einmal zu diesem Ausbruch aus dem Wimpelchart Wimpelformation im Manzi-Chart. Hier gab es zwar eine rote Kerze, aber eben bloß auf Wochenbasis. Auf Monatsbasis, ja, war das bloß der Spike dieser grünen Kerze. Und das reicht uns ja nicht, wenn wir einen Test von oben sehen wollen. Oder reicht mir zumindest nicht. Das heißt also, diese beiden Ebenen rund um 0,7740 bzw. 0,7520, die rücken in den Vordergrund, sollte diese Korrektur noch weitergehen, wovon ich ausgehe. Und das schauen wir uns gleich im Tageschart noch einmal an. Warum gehe ich hier vor allem im Tages- und H4-Chart von weiteren Korrekturen aus? Nun ja, gucken wir uns mal die Bezugspunkte an, dieser gesamten großen Rallye. Ja, das ist ja letztendlich die gleiche Rallye, die wir auch auf dem Wochenchart gesehen haben. So, wir hatten hier ein Unterstützungsniveau, wir hatten hier ein Unterstützungsniveau, also ungefähr 0,7950 und 0,7820. Ich habe es jetzt mal auf und abgerundet. In beiden Fällen sah ich einen nachhaltigen Ausbruch und auch einen nachhaltigen Ausbruch unter diese 30 Retracements. Beides sollte dazu, oder dieser Ausbruch unter diese beiden Unterstützungen sollte dazu führen, dass der Kurs die 50 Retracements erreicht. Und jeder, der meine Analysen schon eine Weile verfolgt und kennt, der weiß, dass wenn die 50 Retracements erreicht und akzeptiert werden, ich mit einer sehr starken Gegenbewegung rechne. Gegenbewegung ist gekommen. So wie erwartet und hat uns auch einen Long-Einstieg ermöglicht, den wir uns gleich auch nochmal anschauen werden. So, Tatsache ist aber, wenn die 50 Retracements einmal erreicht worden sind, ja, technische Gegenbewegung hin oder her, gehe ich davon aus, dass der Kurs im Anschluss weiterläuft in Richtung des 61,8 Retracements. Und da wir jetzt bereits gesagt haben, da muss noch nicht Schluss sein, ja, rückt natürlich auch hier das Ausbruchsniveau aus dem Wimpel im Monatschart wieder in den Vordergrund, beziehungsweise hier das 89 Retracement, denn auch hier hatten wir einen Ausbruch aus so einer abwärts gerichteten Flagge und dieser Ausbruch wurde noch nicht getestet. Also das heißt, hier werden wir uns mal zwei mögliche Korrekturziele markieren. Sie stechen deutlich hervor zwischen 0,7720 und 0,7743, beziehungsweise zwischen 0,7520 und 0,7570. Das ist natürlich ganz, ganz interessant, ja, wenn man jetzt hier oben irgendwo reinkommt, rund um die 0,80er Marke, dann nochmal 250 bis ungefähr 450, 500 Pip runter zu traden, ist jetzt nicht uninteressant. Ja, vor allem dieses Gesamtkonzept, Gesamtkunstwerk australischer US-Dollar in alle Richtungen, in allen Timeframes momentan so spannend, macht einfach echt Spaß, den zu traden. So, und jetzt schauen wir noch abzüglich wollte ich schon sagen, so ein Quatsch. Abschließend meine ich natürlich. Schauen wir jetzt in den H4-Chart hinein. Hier kam es zum Ausbruch aus so einer abwärts gerichteten Flagge. Letztendlich konnte damit auch eine Long-Positionierungsmöglichkeit aus dem Follower-Service aktiviert werden. Mögliches Kursziel hier um die 0,80 zu finden. Das ist letztendlich das sekundäre Kursziel dieser Flagge. In Verbindung mit diesem weichen Widerstand rund um die 0,80er Marke 0,80 0,0050 ist das natürlich ein ganz, ganz spannender Bereich. Diese Zone hier. Könnt auch gerne mal ein Fibo-Retracement anlegen an diese Talfahrt. Da sehen wir schon, befindet sich so knapp oberhalb des 61,8er. Retracements wäre jetzt nicht ungewöhnlich, na, dass der Kurs einfach so ein bisschen hier rumspielt in diesem Bereich und vielleicht einen bullischen Fehlausbruch aus dieser kleinen, feinen Range hinlegt. Das würde ich jetzt einfach erwarten. Ja, dass der Kurs zwar hier rüber geht vielleicht, aber das Ganze wieder ein nachhaltiger Ausbruch wird, oder kein nachhaltiger Ausbruch wird und gegebenenfalls auch als Überreizung dann darzustellen ist. Ja, denn wir sehen ja schon, das Upper Bollinger Band befindet sich bereits unterhalb dieses Widerstandes. Das heißt, sehen wir jetzt hier einen Ausbruch, würden wir schon wahrscheinlich einen Close der Testkerze oberhalb des Upper Bollinger Bands sehen und dementsprechend schon mal eine Überreizung, was für meine These eines bullischen Fehlausbruchs sprechen würde. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass der Kurs hier oben irgendwas abarbeitet, ja, letztendlich sich dann wieder umkehrt und Richtung Süden weiterzieht. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, beispielsweise das primäre Kursziel jener Range, sollten wir ziemlich genau auf das 50er Retracement aus dem Tageschart zurückfallen, was ja Sinn macht. Ja. Wir erwarten ja, dass der Kurs dann wieder dreht und wieder hier runterkommt. Und wir können auch gerne mal noch die Expansion Levels mit einbeziehen. So, und da
sehen wir schon, da sehen wir schon, wie schön der Kurs auch diese Retracements akzeptiert, beziehungsweise, also wir können es ja mal hier, ne, rund um die 89er, 100er, da ist er ein bisschen rumgeschwirrt, 161, 8er dann exakt akzeptiert, 189, 200 hat er auch wieder konsolidiert und hier sehen wir dann auch die weiteren Überschneidungen des 261, 8er Retracement, ich weiß gar nicht, ob ich es hier richtig genau eingezeichnet habe. Nochmal nachjustieren muss. Jetzt haben wir es nochmal richtig. Genau, das 261,8er fällt exakt auf diesen weichen Widerstand aus dem Wochenchart, beziehungsweise auf die Oberseite jener Range hier, dieser blaue Bereich. Ja, was wir im Wochenchart als erstes Korrekturziel festgelegt haben. Ja, und diese Überschneidung, wenn ich das sehe, dass es so exakt passt, dann gehe ich natürlich schon davon aus, dass meine Vermutung hier stimmt. Natürlich wissen wir das aktuell nicht, deswegen sind wir auch aktuell noch long eingestellt. Es gibt einfach noch keine Short-Signale in diesem Sinne in meinen Augen. Und ja, aber auf jeden Fall wird das hier eine sehr, sehr spannende Geschichte.